Naja, das Video soll erstmal keine Beleidigung oder jegliche Flamerei oder sowas gegen den Mod sein, nur man hat einen Mod, der hat mich auch failbannt, jetzt tatsächlich auch Bela gebannt, meiner Sache auch failbannt. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, also mit dem Failban meine ich nicht jetzt. Der Failban war vor, glaube ich, ungefähr 6 bis 7 Monaten, wo ich da auch daraufhin nach einem Tag wieder entbannt wurde. Und das war halt derselbe Mod. Und zwar für Knockback. Ich kann hier jetzt einmal den Clip vielleicht einblenden. Ja, da sehen wir schon, dafür wurde er gebannt. Wenn wir jetzt einmal kurz sehen, also im zweiten Fall, also allgemein finde ich es halt einfach komplett legit, aber ich muss es jetzt anscheinend nochmal beweisen. Deswegen, im zweiten Fall ist der Stevie auch geradeaus auf ihn zugelaufen, also nicht geradeaus auf ihn zugelaufen, sondern stand auf Stelle und hat ihn geschlagen. Und im zweiten Fall ist er gelaufen. Und ihr seht schon, wenn er läuft, bekommt er natürlich viel mehr Knockback. Aber das Ding ist, da er ihn auch geschlagen hat, also im zweiten Fall, im ersten Fall kann ich gleich auch nochmal erläutern, aber da er ihn auch geschlagen hat, zum Beispiel jetzt, wenn ich ihn ganz normal mit davor schlage, wie der Stevie, der ist sogar dabei noch hinten gegangen, ist so nach hinten gegangen. Und wenn der Stevie, oder diese Person im zweiten Fall, wenn er nicht nach vorne läuft und ihn einfach schlägt, dann seht ihr hier wenig Knockback. Wenn man läuft, man eine Person gleichzeitig auch mehr Knockback. Und deswegen verstehe ich in diesem Fall erstmal nicht, wieso die Person gebannt wurde. Im zweiten Fall kann ich einmal kurz was machen. Sorry, dass ich da dazu ein bisschen unvorbereitet das mache, aber egal. Goldschwert und warte, nee, gib mal wieder. Warte, was war das jetzt? Ah nee, doch, er muss haben. Effekt, wenn wir es Minecraft Resistance 909 150 und da sehen wir bitte einfach normal. Okay, einfach normal. Da sehen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel als Stevie, wenn ich jetzt hier einfach in schlage, da lauf die ganze Zeit nach vorne. Lauf ganze Zeit nach vorne und fight. Ah, oh, muss jetzt einmal kurz so. Lauf die ganze Zeit nach vorne laufen, da sehen wir. Mit Schwert. Mann, mit Schwert. So, da sehen wir, wenn ich ihn jetzt einmal hitte, seht ihr, kommt da wenig Knockback. Und das ist, wenn er mir die Hits gibt, dann ist ja wohl klar, dass man so wenig Knockback bekommt. Aber in dem Fall, wenn er gerade gesprungen ist. Aber ihr seht schon oft genug, dass wenn der Stevie nicht nach vorne läuft, er bekommt natürlich auch keinen Knockback. Wenn ich hier so ein bisschen nach vorne laufe, er bekommt man natürlich ein bisschen mehr Knockback in der Hinsicht. Aber ich frage mich echt, wieso eine Person dafür gebannt wird. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich irgendwie anders, finde ich.